herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No One Lies Forever. Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, ob ich nicht einfach nur wegen den 70 Schuss nochmal zurücklaufen würde, um 73 Schuss zu haben von der Waffe, aber jetzt denke ich mir, nein. Nicht unbedingt. Nehmen wir jetzt das Ding. Nein, das will ich doch nicht, das gefällt mir nicht. Und in der letzten Folge sind wir ja von unserer Schneehütte dann hierher gekommen. Über Passagen, viele Soldaten waren da gewesen, am Brück und anderen Sachen. Jetzt sind wir in dieser Höhle, in diesem Tunnel und sollen zum Schloss. Jetzt fahre ich mit meinem Schneemobil weiter hier durch. Speichere ab. Und ich habe herausgefunden, wie man schnell speichert in diesem Spiel. Denn es war nicht F5 gewesen in diesem Spiel, sondern F6. Naja. Ach, da die 9mm, das ist doch theoretisch eher hier, oder? Naja. Nein, ich will keine Nachrichten schreiben. Ich will den nachladen. Nichts Nachrichten nachladen wollte ich. Los! Lasst mich in Ruhe. Ich weiß, aber ihr könnt auch nicht entkommen. Weil das Spiel so aufgebaut ist, dass ihr nicht entkommen könnt. Meine Freunde. Meine lieben Freunde. Seid doch herzlich willkommen. Ich bin's doch. Ja, ich weiß genau, dass du hier bist. Ich weiß. Ich weiß auch, dass du da bist, weil ich dich sehen kann, weil du gerade gesagt hast, dass du hier bist. Mein Freund. Nein! Ich kann mit meinem Schneemobil nicht weiterfahren. Oh. Ah, ich will mit meinem Schneemobil hier rein. Ich kann doch einfach mit dem Schneemobil. So ein Schwachsinn. Ich komme nicht mehr weiter hier. Ich hänge wieder da. Texturfest. Oh. Aber das macht nichts. Ich habe das Schneemobil trotzdem hier reingefahren. Oh Gott, ist das ein Quatsch. So. Oh, mein Schneemobil ist doch weg. Ach Mensch. Ich wollte mit dem Schneemobil weiterfahren. Durch Gemäuer fahren, denn hier ist wieder Schnee. Ich will noch runterfahren, verdammt. Naja, dann halt nicht. Hör zu. Gibt's hier etwas Schönes noch? Schnauze. Nein, ich will nicht schreiben, ich will nachladen. Tja, ihr böse Buben. Dass es überhaupt kein Fenster gibt hier in der Kammer, ist auch ein bisschen doof. Wie wär's denn damit, hä? Nein, will ich nicht. Das hat man viel zu intenso. Scheiße, dieses Wort. Meine, wie viel sind das eigentlich von denen? Wir bleiben erstmal in dem Gebäude. Quatsch. Und gehen erstmal die Treppe hier hoch. Haha,
Ich dachte, da kommt nichts angelöscht, dass ich ihn abknallen kann. Ja! Ja! Leiter hoch, schnell! Hey, ist aber nicht so freundlich. Dieses Schwein. Jetzt weiß ich, was ihr vorhabt. Das ist mein Vorteil, weil ich laden kann. Was ihr nicht könnt. Und ich habe noch einen Vorteil, ich habe den Granatwerfer, den ich nicht mag. Jetzt ist die Zeit. Bitte die Köpfe einziehen, Herr. Ah, jetzt können sie mich keine Leiter anziehen. Jetzt haben es die beiden Kerle nicht geschafft, die Leiter anzuziehen. Trotzdem habe ich meine Körperpanzerung verloren. Das gefällt mir nicht. Naja. Außerdem wusste ich nicht, ob ich hier hin muss, um unbedingt, ob es etwas gibt. Aber hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Im Prinzip müssen wir dann also hier hin. Wir könnten vielleicht das Ding nochmal nehmen. Ach verdammt, ich hab's sogar. Ein Scharfschützengewehr. Zwar nicht viele Schuss, aber ein bisschen was. Sogar mit Nachtsicht. Meine Güte, warum weiß ich das nicht? Ich hasse das mit der Steuerung manchmal im ersten Teil. Ach, hier ist die Gondelbahn. Dass manches da, wie gesagt, nicht hier nochmal in der Leiste drüben mit den Zahlen ausgewählt werden kann, obwohl doch die Waffe sehe ich gerade auf der Null. Aber wie zum Beispiel diese beiden Laserwaffen, die kann ich so gar nicht auswählen. Nur warum? Genau, den Granatwerfer, warum? Verstehe ich nicht. Hela! Oh. Schneller nachladen. Los, los! Wenn wir jetzt in einen Blätter oder Gorspiel wären, dann wären die jetzt wumm. Ich spüre mich nicht von der Stelle. Musst du auch nicht, mein Freund. Über. Jetzt habe ich da eine getroffen, bis wieder Panzer abgezogen, aber das ist jetzt auch egal. Wo ist der andere? Ach, der andere ist hinter den Kisten. Ich glaube, der müsste jetzt auch hinüber sein, der eine Kerl jetzt. Ja. Das ist halt die Zwischenstation, die sie gemeint haben. Da wären wir natürlich auch so normal auf einen normalen Weg hingekommen, logischerweise. Nicht nur über die Berge jetzt ewig, so wie wir das gemacht haben. Na gut, das war natürlich jetzt der Weg, den man wählen muss, natürlich. Damit man nicht hier hinkommt, weil der andere Weg wahrscheinlich dann zu stark bewacht wäre. Zu viele Wachen. Vielleicht auch noch ein paar Minen, vielleicht nochmal Pech hat. Da wären wir halt gar nicht durchgekommen, also mussten wir ja den alternativen Weg wählen jetzt. Von der Spiellogik her jetzt. Ah, verdammt, ich dachte, wäre vielleicht noch was versteckt für uns. Ah ja. Überlegen ist, weil sowas ist vielleicht eine Waffe mit hoher Reichweite vielleicht besser. Vielleicht das, wo ich nicht so viel Schuss. Nehmen wir dich. Speichere ich doch auch nochmal richtig ab.
Oh, sind wir wie bei Return to Castle Wolfenstein sind wir jetzt. Nur da sind wir ja vom Schloss mit der Gondel runtergefahren. Jetzt fahren wir ja hoch zum Schloss. Vielleicht werden wir Agent Blaskowitz irgendwo treffen. Wo er gerade befragt wird von dem Arzt. Oder halt der andere Agent. Spion. Wenn du das Schloss erreichst, musst du schnell sein. Die erste Herausforderung besteht darin, die Liste zu finden. Die größere Herausforderung darin, die Liste zu überbringen. Ich denke, es ist klar, dass du unauffällig vorgehen musst. Du hast fast keine Chance, auch wenn du nicht die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Aha. Schloss infiltrieren, geheimen Eingang zur Untergrundbasis finden. Finde die geheime Höhle der Baroness. Finde die Namensliste. Na gut, so eine Pistole finde ich eigentlich nicht schlecht. Das will ich nicht. Das würde ich vielleicht gerne wieder nehmen. Wo ich sagen muss, die Armbrust ist eigentlich auch nicht schlecht, weil wir das Teil wieder aufsammeln können. Ich werde es wahrscheinlich hassen, aber ich werde mal versuchen, dieses Mal mit der Armbrust zu hantieren. Weil hier kannst du, wie gesagt, auch wieder die Bolzen wieder mitnehmen. Das Ding würde ich ehrlich gesagt auch ganz gerne wieder nehmen. Einfach nur, weil ich mal auch mal andere Waffen nutzen möchte, nicht immer nur dasselbe. Was kann man hier? Gürtelschnell, Münze könnt ihr euch sonst so hinstecken, das brauche ich auch nicht. Nehmen wir die Sonnenbrille mit, ich weiß nicht, ob ich das Ding brauche. Kamerazerstörer. Überlegen. Leichenfern nicht, Münze will ich nicht, Pudel brauche ich auch nicht. Den Kotknocker, den nehme ich vielleicht mit. Dann mache ich die Haarspange weg und nehme noch den Kamerazerstörer mit. Also hier oben, das speichere ich mal gleich ab. Was ist das denn? Wieso habe ich jetzt nur eine Waffe? Achso, die anderen Waffen werden mir jetzt so nicht angezeigt. Nein, Quatsch. Na gut, nehme ich halt das Ding erstmal. Kann ich das Fenster ja aufmachen irgendwie? Warum bin ich eigentlich hier oben? Das Fenster ist eigentlich so offensichtlich, dass man es öffnen kann, aber ich kann es nicht anwählen. Wer weiß. H-Memo an Brian Aachen von Personalabteilung. Ab nächsten Freitag gehören Sie der mechanischen Sabotagedivision in Nordeuropa an. Bitte geben Sie Ihre Waffe vor Ihrer Abreise ab. Ach, Herr Aachen aus Aachen. Armer Mann. Ich habe ihn hinterrücks ermordet. Andererseits, mit mir hätten sie das ja genauso gemacht. Weil ich ein Spion bin und eine Spionin bin. Holzlager. Körperpanzerung, das ist schon mal nicht schlecht, da weiß ich, dass hier eine ist. Ah, jetzt sind wir hier angekommen. Ah ja.
Das ist Munition, gleich nach der Waffe. Das Ding kann ich nicht nochmal verwenden hier. Vorsicht! Kann man zwar nicht wirklich gut lesen, aber naja. Man sieht gar nicht, wie es eigentlich nach unten geht hier. Man sieht nur ein bisschen, dass der Nebel dargestellt wird. Oder halt natürlich wahrscheinlich jetzt nichts weiter darstellen muss. Die Frage, müssen wir hier lang oder müssen wir da hinten lang? Hier ist wahrscheinlich nur das Klo. Naja. Franz! Mutter kann nicht fassen, dass du abgehauen bist und jetzt dieser Harmfirma angehörst. Was soll das überhaupt bedeuten? Du wärst besser zum Zirkus gegangen. Du weißt, dass Mutter Affen liebt. Schreib mal. Gruß, deine Schwester Becky. Oh, wir sehen richtig cool aus. Hey. Also, das ist ja synchron unsere Bewegung, die im Spiegel. 500 Schuss habe ich von dem Ding. Von dem Ding auch. Muss wahrscheinlich insgesamt wird wahrscheinlich dieselbe Munition sein. Sieht auch nicht schlecht aus. Ach, das Scheißding haben wir gefunden. Das gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Das ist blödes Ding. Hier sehen wir doch richtig cool aus. Hey. Also das Scheiße ist mit dem Blumsklo. Da kann man doch nicht mal die Tür zumachen hier. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich meine, hier gibt es wie gesagt nur das Blumsklo. Wo du noch nicht mal wenigstens eigene Kabine hast. Kein Fenster, dass du mal lüften kannst, wenn es so stinkt. Kein Abzugshaube oder wie gesagt, noch nicht mal eine Tür gibt es hier. Also irgendwie. Naja. Gebietsfotos des geplanten Skifahrtes von Dumont-Château zur Kleinstadt. Oh. Geölt wird das Ding hier. Hört sich nicht sehr gut an. Bist du? Das sieht hier nicht besonders. Ja, die Schussfolge ist natürlich miserabel von dem Ding hier. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht hier nicht. So. Leider. Da höre ich jemanden rumlaufen. Gehe ich mal lieber erstmal hier hin. Also nicht schlecht, dass ich den Bolz wieder aufnehmen kann. Deswegen ist es eigentlich so munitionstechnisch ziemlich optimal mit dem Ding hier. Ich kann die Bolzen eigentlich immer und immer wieder neu verwenden. Also was Munition angeht, ist das Ding eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Es war gut so, dass ich die Munition, sag ich mal, gemacht hat, dass wir die wieder aufnehmen können, weil wäre ja unlogisch gewesen. Wer ist da? Niemand. Und ich sage, dann gehen wir erstmal da die Leiter hoch. Zwar auch noch einen gehört, aber gut. Alles muss raus. Geschäftsaufgabe von The Moon Calf. Doch steht wirklich da. The Moon Calf beginnt nächsten Dienstag in Paris. Bomben, Büroausstattung, benutzte Rüstungen und vieles, vieles mehr.
fehlt dann eigentlich hier schon ein Stück. Also ich meine, ich finde es ein bisschen unlogisch. Das mit der Leiter, okay, ist ein bisschen unlogisch, hier hochzukommen. Denn wie hast du ein Bücherregal hochbekommen mit einer Leiter? Das ist ein bisschen auch komisch, aber gut. Aber das, was ich jetzt nicht verstehe, warum ist hier in der Mitte ein Loch? Ich meine, wenn ich hier wenigstens rumlaufen will, dann mache ich halt eine Leiter von mir. Also okay, das haben sie vielleicht aufgebaut, in Einzelteilen hochgeschleppt, sinnloserweise. Aber dann habe ich doch nicht hier das Loch in der Mitte. Gibt es hier noch im Dachstuhl? Eigentlich gar nichts, wenn ich mir das mal ansehe. Nein, ich will nicht runterfallen. Jetzt will ich runterfallen. Ah ja, das ist alles einfach nur hier. Natürlich habe ich ja nichts davon gekonnt. Dann bin ich dann einfach nur hier. Dann komme ich hier an, aber hat es eigentlich keinen Vorteil gebracht. Hier ist alles zugeschneit. Kommst also nicht weiter. Und unten habe ich gesehen, ist noch eine Woche rumgelaufen. Also müssen wir also da lang. Ach, Schloss, so sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, diese Burg, dieses Schloss. Mit diesen Wappen. Ich habe sogar nicht so schlecht mit diesen, diese Strebeburg. Ja, das habe ich in Kunst gelernt damals. War ein bisschen Architektur dabei, scheinbar. Muss ich sagen, die Strebebogen oder Strebebögen, die mit halt, die bei den Kathedralen, wenn man solche Dinge als Strebebögen, das ist halt die Energie, die das Gewicht, sag ich mal, besser verteilt werden kann. Also mit anderen Worten, das halt, dass nicht zusammenbricht, sondern dass das Gewicht halt mehr verteilt wird. Nicht nur auf der Wand hier das Gewicht drauf ist, sondern durch die Strebebögen das Gewicht und die Energie, sag ich mal, wie hier geleitet, weitergeleitet wird und hier auch da weitergeleitet wird. Ja, hier kann man sogar was lernen in diesem Let's Play. Ja. Frau, warum musst du unbedingt Stöckelschuhe anhaben? Ich werde erstmal an der Stelle jetzt die Folge auch beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir das Schloss weiter infiltrieren und werden mit unseren Stöckelschuhen die langlaufen und machen eigentlich viel mehr Krach als notwendig ist. Na, geil. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.